So, ich habe Bescheid gesagt, er bringt aus dem Büro mit. Und ich werde mal versuchen, ob das bisschen Zucker hier reicht. Ist das überhaupt Zucker? Ja. Das ist 20 nasse. Das ist nicht toll. Oh, das ist ja gar nichts, Mann. Naja, aber es wird schon klappen. Ich mache da nicht ganz so viel Streuse. Also ein bisschen Butter. Ich mache jetzt hier auch mal Pi mal Daumen. Vanillezucker. Ich hau viel Vanillezucker rein. Komm. Ich habe doch ganz viel Vanillezucker. Das muss ich nicht so weg. Das ist eine gute Idee. Ich mache ganz viel Vanillezucker rein. Das ist sowieso hier schon, was es weg muss. Und dann machen wir alles ohne Rezept. No problem. So. Das auch. Und Milch brauche ich nicht. Aber Butter. So, dann gucken wir mal, ob das jetzt reicht. Mehl. Moment. Auch Pi mal Daumen. Erstmal, weil das muss ja schon süß sein. Wird schon. Komm. Jetzt mache ich noch mehr Dings rein. Nee, ich brauche Butter. Zu wenig Butter. Mann. So. Ich brauche aber auch noch. Das ist die so knubbelig hier. Wie lange ist die haltbar? Lass mal eben gucken. Die müssen wir aber eigentlich erst gekauft haben, die Butter. Also ich weiß ja nicht, wie lange mein Speicher da hält mit euch, aber wir geben unser Bestes. Nein, du komm! Wo ist das Datum? Sehe ich kein Datum. Warum ist denn da kein Datum drauf? Aber ich weiß, Mägle habe ich doch gekauft letzte Woche mit euch. Das ist noch in Ordnung. Kein Problem. So, rein damit. Das ist noch in Ordnung. Mägle hatten wir doch gekauft. Jetzt habe ich den ganzen Teig hier runtergefeuert. Das brauche ich auch nicht mehr. Zucker hat mein Sohnemann alle gemacht. Ich habe es ihm gerade vorwerfend vorgeworfen, sozusagen. Ja, komm, mach hin. Hackfleisch habe ich rausgeholt. Es kommen gleich 5 junge Männer, die Hunger haben. Das heißt, ich werde jetzt diese Linsensuppe kochen einmal und werde Fleisch braten oder Reis kochen. Das ist hier die Frage. Keine Ahnung. Mal gucken. Wir fangen einfach an. Ich meine, Hände machen das schon. Wie schmeckt das denn jetzt? Könnte süßer sein, aber geht noch. Ich muss nämlich ein bisschen Mehl reinmachen, glaube ich. Deswegen wäre ein bisschen mehr nicht schlecht. Ich habe hier noch eins. Denn mehr Mehl müsste da rein. So, okay. Und dann glaube ich, ist gut. Ja, also die Konsistenz ist jedenfalls gut. Ob die Süße auch in Ordnung ist, weiß ich jetzt nicht. Lass uns nochmal probieren. Ja, geht durch. Okay. Und dann mache ich das hier drauf. Mal, ob das funktioniert. So. Okay. Backofen ist auch schon ordentlich am Heizen da. Weil die haben keine Schokolade mehr und ohne Süßigkeiten, das geht nicht bei fastenden Menschen. Die brauchen was Süßes am Ende. Warum, weiß ich auch nicht. Ist halt so. So. So sieht das aus und dann würde ich sagen, tue ich das im Backofen. Mal gucken, was das macht. Wird schon klappt. Ist aber zu heiß. Ich muss hier runterdrehen. So. Gut.
Okay, geschafft. Und dann mache ich als nächstes die Suppe erstmal. Die rote Linsensuppe oder mache ich eine Nudelsuppe? Ich mache eine Nudelsuppe, komm. Weil ich habe nämlich keinen Mixer für die roten Linsen, was auch immer doof ist, weil das nicht so gut schmeckt. Erstmal können wir wieder weg. Nee, das geht auch nicht, weil ich habe keinen Tomatenmark mehr. Dafür brauche ich nämlich richtig viel Tomatenmark. Das habe ich auch nicht. Nee, da müssen wir doch die rote Linsensuppe machen. Dafür bräuchte ich nur ein bisschen Tomatenmark und das reicht, glaube ich, noch, das, was ich habe. Komm mal. Ich habe aber auch Hackfleisch rausgeholt. Ohne Tomaten und so, das ist echt doof. Da wirklich nichts mehr in dieser Art und Weise. Ketchup, das hilft mir nichts. Nee, schade, ja. Dann muss ich, ich weiß auch nicht. Ich mache die rote Linsensuppe. Genau. Kann ich zwar nicht mixen, aber... Mögen die Kinder halt. Ne? Die mögen auch nicht alle Suppen. Ich kann da jetzt auch nicht mit jeder Suppe ankommen. So, dann werde ich das mal einmal anbraten hier. Zwiebeln. Glaube, das funktioniert. Und hier mache ich jetzt, wie gesagt, die Linsensuppe. Dafür werde ich jetzt wieder Zwiebeln anbraten, ein bisschen Tomatenmark reinmachen. Ich habe ein ganz klein wenig noch. Hier, da ist der Koffer, den muss ich unbedingt auch noch leer machen, habe ich noch nicht geschafft. So sieht der Kühlschrank aus, nachdem Mama wieder da ist. Hier sind zwar irgendwie Tomatensauce, aber ich weiß nicht, von wann das ist. Keine Ahnung, das lasse ich lieber. Nehmen nur das, da ist noch ein bisschen drin, das reicht schon. Tomaten habe ich auch, die könnte ich auch nochmal mit reinmachen, aber eine auch nur. Mache ich lieber Salat von nachher oder so. Genau. Und Jajib gibt es dann dazu, also diesen Knoblauch-Tomaten-Joghurt-Sache hier, nicht Tomaten-Joghurt-Dings. Da werde ich ein bisschen was rausquetschen. Das hatte ich gekauft, hat er alle gemacht, der Schlingel. Mein Sohn. So. Aber ist ja gut. Ne, dass er sich Essen gekocht hat. So. Fleisch und Kartoffeln hat er sich gemacht und Nudeln. Habe ich alles im Kühlschrank gefunden und eben weggeschmissen, weil das natürlich auch schon alles alt war. Und genau. Jetzt einmal anbraten. Ich habe mich entschlossen, noch Fleisch zu braten, dieses Fleisch hier. Da meine zwei Söhne kommen, die das Fleisch richtig gerne essen, dieses Dingsfleisch, ne, die Rippchen, mache ich das für Tee. Außerdem mache ich Hackfleisch, Frikadellen. Und ich mache auch noch Reis dazu, habe ich mir gedacht. Und dann wird das schon in Ordnung gehen, denke ich mal, für heute. Koche ich nachher noch schön Tee dazu. Ich habe
ja hier auch so einen tollen Löffel, man kriegt den ja nicht. Siehst du, jetzt wäre Metall nämlich besser gewesen, statt Plastik. Kaufe ich mir nächstes Mal. Hier ist nämlich ganz schön weit weg, hat Emma gesagt. Ich muss 4 Stationen mit dem Bus fahren, hatte sie mir rausgesucht. Und das ist ja doof. Relativ weit mit Hund und so. Naja, mal gucken. Ja, guck, kommt noch ein bisschen raus. Das reicht, um ein bisschen Farbe reinzugeben. Nicht viel, aber ein bisschen. So. Das reicht. Hoffe ich. Ja, wir müssen improvisieren heute. Heute ist ja alles zu. Ostermontag. Deswegen ist ein Licht für euch. Nee, das Licht ist da. Ja, das reicht. Und sieht schön rot aus. Und kommen die roten Linsen dazu. Ich habe die von Bashan oder so. So, noch ein bisschen. Besser, ne? Lieber zu viel als zu wenig. So, ich habe ja Hunger. Aua! Mann, das heißt, was ich eigentlich fast hier. Mann! Verbrannt! Meili hat schon gegessen, deswegen bin ich gerade ein bisschen in Sorge, weil die muss nämlich. Das habe ich da schon wieder angefasst, nicht wahr, ne? Dass die mal raus muss. Ein bisschen Wasser koche ich mal. Die werde ich möglichst klein machen, weil ich ja keinen Mixer habe. Ich lasse es ein bisschen länger kochen. Klappt das schon. Habe ich letztes Mal auch gemacht. Glaube ich, glaube, das ist das letzte. Ich muss mal gucken, ob der noch irgendwo was hat, weil sonst könnte das tatsächlich knapp werden. Ne? Oh, wie? Nee. Ist das nicht irgendwo Salz? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der keinen Salz hat. Sehr eigenartig. Hm. Na gut.
seid ja noch da, entschuldigt bitte. Ich dachte, ich hätte euch abgemacht. Ah, das ist Salz. Okay. Und guck mal, wo er das her hat. Von Teddy hat er das mal gekauft. Dieses Regal. Na gut, dann habe ich ja noch genug Salz. Ein Glück, ich habe gerade einen Schreck bekommen. Vielleicht hätten die sonst im Büro noch was gehabt. Ich dachte, ich hätte euch ausgemacht. Ihr seid immer noch an. Ja, ist nicht ganz so schön rot, wie ich das gerne hätte, aber kann ich jetzt nicht ändern, ne? Klappt schon. Macht nichts. Bisschen roter drehen, aber. So. Okay, dann fange ich schon mal an, meine Hackfleischdinger zu machen. Ich würde sagen, dass das fertig ist. Und sogar überreif, hätte ich fast gesagt. Ich werde mal hier so ein bisschen einmal reinstechen und mal gucken. Ja, wie ihr seht, ist fertig. Das heißt, ich hole das raus. Und das war's. Pipi machen. Das wird mir hier zu knifflig. Wie ihr seht, geht die Sonne langsam unter. Es wird Zeit, mit dem Fleisch zu beginnen und mit dem Reis. Komm. Na, kein Kaki? Hm? Muss sie wahrscheinlich nicht, hat sie heute noch nicht. Hallo. Ich habe euch die ganze Zeit aufgenommen, wie ich Dings gemacht habe. Die Hackfleischbällchen ausgebraten habe, aber ich habe alles auf Dings gemacht, auf Slow-Mo. Hä? Tja, aber Pech. Könnt ihr mich nicht angucken, ne? Jetzt wollte ich noch schnell ein Video abdrehen über einige Fragestellungen, die wieder aufgetaucht sind, und das werde ich mal eben machen. Bin dabei, jetzt das Fleisch zu braten. Sieht man überhaupt was? Nee, jetzt stehe ich das mal weg. Waschmaschine ist auch fertig. Dann braten wir jetzt das Fleisch. Bin noch nicht sicher, ob das auch reicht. Tatsächlich. Der Reis ist auch bald fertig. Und ja, sonst 7:55 oder 7:30 oder so, irgendwie um den Dreh. Erst, das reicht nicht, aber das reicht, würde ich sagen, mit den Frikadellen, die sind ja fertig, wird das reichen. So. Schneide ich ein bisschen Gemüse noch. Das habe ich schon gewaschen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Gemüse dazu braten, auch dieses TK-Gemüse, aber meine Söhne mögen das gar nicht so gerne. Das werde ich trotzdem machen. Letztes Mal habe ich es gemacht und keiner hat es gegessen. Naja, außer mir, ne? Mache ich mal gleich noch. Paprika müssen aber auch weg. Deswegen. Das Gemüse hole ich auch noch raus. Jetzt setze ich das mal auf.
zwar keinen Topf mehr, aber in der Pfanne geht das sicher auch. Letztes Mal gekauft, diese bunte Gemüsemischung. Wasser abkochen. Ja, ich hab noch. Okay. Salz dazu. Und das Fleisch schälen. Ja, noch mehr. Deckel drauf und wir werden es so runterstellen jetzt. Und dann wasche ich hier mal weiter ab. Ich hatte ja ein paar Sachen mitgebracht von dem Geschenkehaus. Das werde ich, habe ich zwar alles schon desinfiziert bei Emma, aber ich werde das nochmal richtig mit heißem Wasser durchwaschen und dann in die Schränke einsortieren. Und dann haben wir da nämlich auch schon mal wieder ein bisschen mehr Geschirr hier. Das ist jetzt ganz kochend heiß hier. Hier. So.
Da hatte ich ja auch das Teeservice, also so ein längliches Service mitgeholt, falls ihr euch erinnert. Hier mal die Paprika mit dazu geben. Zwiebel auch. Salzen wieder. Pfeffer. Und noch ein bisschen Kekik. Genau. Dann stechen wir wieder hoch. Das wird mir hier zu wenig. Und dann werde ich gleich die Tomatenscheiben drüber legen. Ich mache die Schale nicht ab. Viele machen das ja. Viele Türken mögen das gar nicht mit Schale, aber ich mache das nie ab. Leg die Scheiben dann einfach gleich drüber, dann kann das so ein bisschen Flüssigkeit mit abgeben. Nicht so viel, aber ein bisschen. Ich würde sagen, ausreicht. Gleich erstmal anbraten. Das kocht immer noch nicht hier. Die Jungs sind da. Essen ist auch bald fertig. Soweit alles fertig. Jetzt mache ich noch in das Gemüse Butter rein und das ist auch fertig. Da werde ich dann den Reis nachher reinmachen. Ich hole das Fleisch raus und dann werde ich den Reis in dem Fett mischen. Beziehungsweise der Topf ist zu klein dafür, aber kriegen wir schon hin. So, jetzt lasse ich das erstmal ein bisschen andünsten hier und dann gucken wir weiter. Es ist noch ein bisschen früh. Ich werde den Tisch decken in der Zwischenzeit. Ach so, ich muss noch ein bisschen Knoblauch dazu machen. Dazu habe ich ja hier den Joghurt. Und dann mache ich mal eben ein bisschen. Tajuk habe ich nicht, weil die Gurke ist nicht mehr gut. Aber ich mache ein bisschen Knoblauchcreme. Knoblauch war aber nicht wirklich gut. Die ist schon ein bisschen bummelig geworden hier. Aber klappt vielleicht noch. Mal schauen. Das sieht man mal hier. So, die Reibe, nicht das Sieb. So, mein Messer hin, auch wieder weg. Gibt's nicht, ne? Alles ist weg andauernd. Naja, habe ich das Messer weggeschmissen, das kannst du auch haben. Das wäre doof, ne? Wenn ich das Messer weggeschmissen habe.
ist es. So. Einmal. Die ist schon so ein bisschen nicht mehr so gut. Ich gucke mal, ob ich nicht noch eine andere habe. Die ist besser. Die ist schön hart. Jetzt ein bisschen ein bisschen Pfefferminze rein. Ich mag das eigentlich gar nicht mit Pfefferminze, aber die Türken machen das eigentlich immer mit Pfefferminze, diese Knoblauchcreme. Ich habe aber keine Petersilie mehr, mit der ich das sonst machen würde. Knoblauch ist gut. Salz mache ich noch ein bisschen rein und ein bisschen Pfefferminzpulver. In der Türkei bekommt ihr diesen Dip immer mit Petersilie, mit Minze. Aber ich mag das nicht. Würde ich auch dann nicht essen. Ich mag es wirklich gar nicht. So. Genau, das lasse ich jetzt einfach noch ein bisschen ziehen und dann ist gut. Jetzt tue ich mal alle wieder in den Kühlschrank. Ja, liebe Leute, und dann war es das mit dem Essen kochen. Der Kuchen ist auch fertig, die Suppe auch, Reis auch. Und dann geht es bald los mit Essen. Ich werde jetzt den Tisch decken und dann sehen wir uns nachher wieder. Jetzt habe ich Tee gekocht und werde jetzt den Kuchen auch anschneiden. Und das dann auf die neuen Teller tun. Eine Hand ist das aber echt doof. Hier ist der Tee. Die Jungs gucken dabei Fernsehen, während sie essen. Der Kuchen schmeckt herrlich. Gerade die Streuseln peppen das Ganze noch mal ein bisschen auf. Sehr, sehr lecker. Ich hätte auch ein bisschen Früchte oder so mit reinmachen können. Wäre auch gut. Hätte auch gut gepasst. Schmeckt sehr lecker. Leider keine Sahne, sonst wäre es richtig toll. Ich bin ins Bett gegangen. Es ist 21:58 Uhr. Zähne geputzt, Gesicht eingecremt, Miley nach unten gebracht, abgewaschen. Die ganze Küche ist wieder blitzeblank, Kinder sind weg. Und die anderen sitzen im Wohnzimmer oder in ihren Zimmern. Und ich bin jetzt auch in meinem Zimmer. Ich habe meinen Blog noch nicht geschrieben. Das mache ich dann auch noch mal gleich wahrscheinlich. Erst einmal werde ich noch ein paar Videos selber angucken und dann auch irgendwann schlafen gehen. Ich bin eigentlich schon richtig müde, aber ich würde gerne auch noch ein paar selber YouTube-Videos jetzt einmal anschauen. Ich muss nämlich noch ein paar Sachen recherchieren über ein bestimmtes Thema, über die ich ein Projekt vorhabe, also ein Projekt plane. Und darüber werde ich mich ein bisschen informieren. Ich wünsche euch jedenfalls eine wunderschöne gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.